Hallo und herzlich willkommen zu Die Elder Garmendo Endeavor. Generale, und wir seien gerade wieder auf unserer Quest in die Richtung unterwegs. Aber ich habe gerade gesehen, auf meiner Minimap ist da oben ein komisches Symbol. Ich will jetzt gerade wissen, was das ist. Weil das ist nämlich das erste Mal, dass ich das so sehe. Und ich schleiche mal, denn wer weiß, ob das ein gutes oder ein schlechtes Symbol ist. Bin auf alle Fälle schon detected worden. Quarry, ah, das ist ein Quarry. Oh. Nope. Ich brauche einmal das da und meine Fire Arrows, bitte. Ja, aber das Formspiel schaut gar cool aus von dem. Nur eins habe ich jetzt gesehen. Da ist eine Schmiede. Nur da sind natürlich auch tote Leute am Boden, aber da ist eine Schmiede. Steel Ingot, Malachite Ingot, okay. Der hat nichts. Da ist aber ein Forge, da können wir uns jetzt einen Moonglow Ingot machen. Hinter mir ist gerade was vorbeigelaufen. Yep, genau das da. Liegt nur Highway im Moment. Lederschild etc. Oh, da kann ich schlafen. Eine Stunde dösen bitte. Und dann würde ich Heads bitte gern im Smelter. Da muss ich hin. Können mein Moonglow Ingot. Davon einen. Danke sehr. Ich will mir nämlich die Erze aufkalten, denn nur aus den Erzen kann man. Oh, Arrow of the Righteous. 40 Stück. Aber noch Invisibility Potion. Denn. Verdammt, da ist jetzt kein. Da ist jetzt nichts zum Schärfen. Nein! Da kann ich jetzt nichts schärfen. Was kann ich auf der Workbench machen? Nix. Alles, was ich anhabe, sind irgendeine Set Pieces. Schade, aber jetzt müssen wir doch dann irgendwie schauen, dass wir dort oben rauskommen. Na, ich will jedes Mal so, remove the marker. Okay, ich muss mal da durchs Valley raus und dann schauen, dass ich da irgendwie drüber komme. Da wird es vielleicht so ausschauen, dass ich es drüber schaffe. Gott sei Dank gibt es eine 3D-Ansicht von der Map. Aber da würde es doch irgendwie Sachen geben, wo man aufklettern könnte. Aber naja, gehen wir da mal weiter. Und jetzt schleichen wir wieder. Dann hört man unsere Schritte nehmen. Wir kriegen jetzt eh weniger Schaden. Das ist wieder gut. Wir haben ja gerade wieder Light Armor geskillt. Plus unsere Memory Points, was wir dann jetzt in Zukunft wieder kriegen. Da bringt es dann sehr viel, was wir da jetzt dann eben geskillt haben und gemacht haben. Truhe, dort passt also alles, beziehungsweise dann müssen wir nicht einmal kurz vorbeischauen zum Looten. Na, den Elch lassen wir am Leben. Der hat uns nichts getan, der lauft immer sehr verwirrt in die Wand rein. Hallo Elch. Aber da haben wir jetzt was.
transportiert. So, jetzt ist meine große Frage gerade. Kann ich da irgendwo durchgehen einfach? Nur mal ein paar Arrows of the Righteous Path. Bow of the Right. Oh, das ist natürlich gut. Ist der Bogen wirklich so viel besser wie meiner? Der macht 41 Damage und der macht 35 Damage. Okay, du bist jetzt unfavorated, du bist favorated und du bist ausgerüstet. Damn, die Righteous Path Sachen machen viel Damage. Jetzt vor uns sollten wir jetzt noch irgendwo eine Bude finden. Was haben sie denn da für eine alten Temper-Dinger noch? Ah, normaler Lost One. Hallo Hauser. Old Rune Arrows, ja, nehmen wir mit. Und jetzt kann ich die Silver Steel Bows alle verkaufen gehen. Für 250 Gold und 7 Kilo ist das ein ziemlich guter Deal. Vom Kosten-Nutzen-Aufwand her. Und wo wie gesagt, ein bisschen weiter vor muss ich noch. Und dann sollte ich vielleicht über den Berg drüber kommen. Ich kann mir schon mal einen Head Start geben. Weil im Grunde muss ich wirklich leider den Berg drüber. Und wenn ich da jetzt eine Stunde das machen muss, ist mir das auch wurscht. Naja, mir. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nur das sind halt die super coolen Skyrim Bergsteiger Mechanics. Man muss einfach nur die ganze Zeit auf Springen hämmern. Ups. Und sollte halt auf sowas aufpassen, aber. Ja, das haben wir doch vor der Rüben höher aufgekämmert. Ja, genau da. Wenn durch Springen kommt man gerade wieder so ein paar Pixel nach oben, so wie jetzt. Dann kommt man da rauf. Man braucht nämlich irgendwo leider mal einen geraden Fleck zum Jumpen. Dann hat man schon alles gemacht, was man tun kann. Und ich glaube, die ganz steile Wand werde ich doch nicht ganz schaffen. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir da nämlich links immer noch ein bisschen weiter. Moment. So, machen wir weiter. Das war jetzt eine kurze Unterbrechung, einen kurzen Cut, den wir da machen haben müssen. Man hat eh, glaube ich, die Türglocke im Hintergrund gehört. Warum komme ich da nicht hinter? Ist da einfach eine unsichtbare Wand? Ja, ich habe gerade ein Paket zugestellt gekriegt. Ich habe ja letztens Internetprobleme gehabt am Stream einmal. Und da ich jetzt derzeit gerade am Enderall suchten bin wie wahnsinnig, hat das jetzt natürlich sein müssen, dass ich da das genau in der Folge zugestellt krieg. Und so, ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich da, ich komme nicht auf die andere Seite, aber ich glaube, es ist jetzt bald schneller, wenn ich da die Runde umgehe. Ups.
muss jetzt dann echt nochmal schauen, dass ich vielleicht davor Pfeile, die was weniger Damage machen, verkaufe. Aber ich mache jetzt derzeit zu viel Damage. Grave's Path. Okay. Da unten sind wir so viel. Schade, dass hier nichts droppen. Like newly born? Find the journal pages of the apothecary. Okay. In the golden forest. Naja. Dann wissen wir schon einmal, wo vielleicht nur Quests sein. Fortress Golden Forest. Okay, das heißt, da eigentlich sollte ich 7 Ding finden. Und ja, ich glaube, ich werde wirklich die Runde... Remove the Marker. Weil wenn ich mal überlege, ich hätte von da her müssen. Weil da bin ich rausgekommen in die Monster, in der Old Starling Mine, da irgendwo. Das heißt, wahrscheinlich war mein Weg sowieso bis da einer gegangen. Und dann hätte ich sowieso da hinten die Runde um müssen. Weil es schaut derzeit wirklich so aus, wenn ihr da einfach in der Gegend umherschwimmen muss. Deswegen beeilen wir uns ein bisschen. Wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen ja die Welt retten und das hat alles einen Stress. Na, der ist gerade nicht durch die Welt durchgeglitscht. Sehr schön. Können wir uns nämlich noch ein bisschen Poultry Meat holen. Safe. Nope. Okay, dann haben wir Minotauren in Rüstung. Oh, die Evasur macht die Damage. Der Leader hat weniger Damage gemacht wie der gerade. Damn. Okay. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich glaube, eins der besten Sachen wäre, wenn ich auf volle Range gehe. Und einfach sowas mach, weil jetzt hatten wir Leana gefunden. Leana kann jetzt schon nur. Wow. Von die Folge auch nicht gerade so viel wissen. Nein! Okay, die machen also alle so viel Schaden. Einzeln außerholen. Zwischenzeitlich regenerieren durch Essen und dann weiter prügeln. Soll ich dazu trotzdem nur gern vorher sägen? Ah, da ist der zweite da. Da ist der zweite da. Potion. Na, ich drücke schon auf Tab. Es hat's nicht genommen. Na, goddammit. Ah, okay. Okay, ich hab Alt-Tab gedruckt, deswegen. Na, ich hab außer getappt. Weil ich wollte ja sprinten und dann. Okay, verstehe ich schon. Na, ich will auch nichts schreiben gerade. Ich wollte mir jetzt gerade schon was zu essen einhauen.
Wie zum Beispiel Lordes Enderal and Krusty Brat. Und dann nehmen wir halt zuerst den Clan vor oder so. Aber wenn Ido jetzt in dem Busch sitzen bleibt und wart, was passiert dann? Nope, er findet mich. Aber wie auch noch. Aber jetzt ist Leana. Oh, ein Wetter ihr. Das macht Poison Damage also. Und sie finden mich jetzt nicht. Aber warte. Das Ding kennen wir auch noch. Ich weiß ja damit auch, warum das so schwere Gegner waren teilweise. So, warten, ein bisschen regenerieren. Wieder davor gehen auf unseren Sniper-Spot, weil ich glaube, von dort trifft ihr einfach gut. Schleichen wir nochmal weg von dem Spotter. Jetzt warten wir wieder, dass sie ruhig dastehen und uns nicht mehr sehen, weil dann können wir nämlich dann gleich. Der eine wäre aber gerade so richtig schön weit draußen, gell? Ich hab keine neuen Ding mehr, keine Feuerpfeile mehr. Jetzt war wieder Feuerpfeile. Na, ich hätte mir nur eine Potion reinhauen sollen. Oder vorher speichern. Oder ich hätte einfach weniger verfehlen sollen davor. Goddammit. Mal weg sneaken. Er findet mich nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er hat mich wirklich nicht gefunden. Er ist gebufft durch das andere Viech da. Jetzt habe ich irgendwann gefunden, jetzt muss ich von da wegschleichen. Weil die als erstes jetzt da herlaufen. Und es ist jetzt aber, glaube ich, die beste Taktik, wenn ich da einfach meinen Sneak-Skill so gut verwende, wie es geht. Okay, denn da vorne kann ich jetzt fertig machen. So detected, aber der ist gestorben. Der ist verbrutzelt. Dann weg mit mir.
The Stuff of Nightmares. Ah, goddammit. Aber manchmal kommt es mir vor, schieße ich durch die Gegner durch. Manchmal kommt es mir echt so vor, wenn ich da einfach durchschieße. Und das ist dann nicht gerade das Optimum. Und wie gesagt, ich glaube, das da ist eine der besten Taktiken, die ich verfolgen kann. Zuerst mal ein Leader auslöschen. So, den haben wir getroffen. Der brutzelt jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn ich mich da hier oben dann hinter der nächsten Ecke verstecke. Und immer schön außerhalb von dem Ganzen. Jetzt kann ich da hinten ja nachher noch weiter probieren, den zu treffen. Oder ich mache ihn wieder halt mal ganz fertig. Oh fuck. Ich bin wieder hidden. Jetzt futtern wir mal unser Enderroll and Krusty Bread, damit wir da ein bisschen regenerieren. Und ich glaube, da kann ich einen Chunk of Cheese gleich noch dazu futtern, dass es ein bisschen schneller geht. Okay, der Battery Leader hat dafür viel mit. Und jetzt safe mal war, damit ich das jetzt nicht nochmal so verpatzen kann wie vorher. Okay, das läuft jetzt besser wie gedacht. Obwohl ich mehr gebotzt habe bisher. Wo läuft die her? Da. Gut, theoretisch sollte man Slimer noch den Busch vor uns haben. Der nicht weiß, wo wir sein. Speichern, nicht dass wir jetzt weniger Segen haben. So, wo ist der Busch? Wo ist unser George W? Da ist er. Perfekt. Wäre vielleicht irgendwo so ein Heuhaufen, wo ich drauf schlafen kann, eine Runde? Na, gell? Das wäre auch zu awesome. Trotzdem, zwischenspeichern. Obwohl, ich habe ja eh durch mein Enderroll and Krusty Bread und alles mögliche jetzt Regeneration hoch 10, da während noch. Jetzt kann ich wieder schauen. Ja, genau, in die Richtung muss ich jetzt. Ich hoffe, dass ich da jetzt am Rand der Küste im Wasser schwimmen kann. Denn ich muss jetzt natürlich einen riesigen Weg schwimmen. Was haben wir da? Oh nein. Ja, lass mich wieder dahinter. Oder vielleicht nicht her. Jawohl.
ihn her. Das war so nicht geplant. Natürlich nehmen wir die Froschzalze mit. Nur 4 von den Gegnern und wir haben schon wieder Level Up. Das ist... Dann können wir unsere Rüstung nochmal um 25% erhöhen. So, und da tun wir wieder mal speichern. Denn da schaut es gerade wieder böse aus. Das habe ich da von mir gefunden. Die Hermit Cave. Warum nicht die Hermit Cave? Okay, Win and Geographic Overview. Okay, okay. Massive Skull und daneben Divine Shield. Oh. Den Skull haben wir da doch jetzt also das Mal aufgerissen. So, und jetzt wird dann die Partie interessant. Wie gut können wir schwimmen? Und vor allem, wie viele Gegner sind im Wasser, wo wir uns nicht wehren können. Und wie weit müssen wir noch schwimmen? Okay. Remove Marker. Wir müssen noch ordentlich Stickel schwimmen, aber ich glaube, ab da hätten wir wieder Land zum drauf laufen. Und wir haben natürlich da immer wieder so Kanten, wo wir es mal herstellen können, wo wir was tun, wo wir uns sozusagen ausrasten können. Also in echt würde das wahrscheinlich sogar funktionieren, dass man die Distanz schwimmt. Lei unsichtbare Wände ist ein ziemlich uncool Game. Ah, okay. Wie können wir dann dorthin? Muss ich vielleicht durch die Quarry in Wellwatch? Das kann ein Zar sein. Vielleicht muss ich da durch den Berg durch. So, jetzt bin ich natürlich etwas, sagen wir mal, deprimiert. Und mittendrin aus der Folge muss ich jetzt natürlich dann eine Minute oder zwei ausschneiden, deswegen tun wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ich würde mir gerade gerne echt einfach fliegen geben und da die Runde umdüsen, weil warum sollte eine unsichtbare Wand sein? God damn it, Enderall, why you do this to me? Ah, und die will nicht in die Hermit Cave. Die Hermit Cave macht mir Angst. Obwohl, eigentlich nicht wirklich, aber es kann halt ein Gegner drin sein, die was einfach dann in Massen so stark sein wie gerade die Vertüre davor. Oder einfach 10.000 Eiselementare, kann halt nah sein. Also Fire Elemental. Und jetzt muss ich weg davon, weil das explodiert gleich das verdammt. Ich war halt jetzt nur weggelaufen. Und war halt nicht da stehen geblieben, wäre der Action Cam. Aber ja. Ich kann halt mich nochmal nach Ark teleportieren und dann nochmal daher fliegen. Aber ich glaube, ich renne den Weg einfach retour, weil ich habe mir jetzt eh geklärt. Jetzt sollte ich allein mal durchlaufen müssen. Theoretisch. Ich bin zwar durchgeschlichen vorher, aber so viele Gegner werden da jetzt wohl hoffentlich nicht mehr sein. Muss ja leider Straße nach. Und jetzt wird es dunkler noch. Ja, super.
Tun wir mal die Waffe weg. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinfinden. In his workshop in the powder desert, what he created with the help of his machines is impressive. Don't anything missing. Okay. Die Maschine Gertrude. Die freundliche Gertrude. Man merkt irgendwie, dass wir da vorher entlang gegangen sind. Aber bevor ich da jetzt noch länger backtracken tue, werde ich die Folge da jetzt beenden. Denn ich werde dann jetzt einfach schauen, dass ich irgendwie den Weg finde und. Ja, dann irgendwie, wo ich dann jetzt eben in die nächste Runde rein muss oder sowas. Vielleicht ist es wirklich gleich in die Quarry. Die ich da vorne sehe. Aber das kann ich so nicht sagen. Ich werde jetzt einmal den Weg suchen. Und wahrscheinlich werde ich da werden sogar noch Level Up gehen, weil wegen. Ich glaube, jetzt fällt uns nur ein Mob dafür. Das ist eine Chest. Nehmen wir alles. Crypt of the Dalmarak. Wort. Er hat doch davon geredet, dass wir mit dem Dalmarak was machen müssen. Crypt of the Dalmarak. Aber ja, das sehen wir dann nächste Woche. Nächstes Mal. Obwohl kann der nächste Woche sein. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe jetzt. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Das war's wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.